أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit der Ära und der Epoche des Gefährten Ali radiallahu an. Und es geht nun weiter mit den Eigenschaften der Khawarij. Wir waren ja stehen geblieben bei der Sache, als Muawiyah radiallahu an und Ali radiallahu an nach der Schlacht von Siffin dann sich geeinigt haben, dass sie erst einmal das Thema beiseite legen, kamen die Khawarij und die haben Ali radiallahu an und auch Muawiyah radiallahu an beschuldigt, dass sie Kuffar geworden sind, dass sie Ungläubige geworden sind. Warum? Weil sie anstatt mit dem Koran zu urteilen und zu richten, dass sie menschengemachte Gesetze benutzen. Und das ist natürlich ein Fehlschluss und das zeigt, wie wir gleich sehen werden, wie unwissend die Khawarij sind. Ja, und das ist eine wesentliche Eigenschaft der Khawarij zu jeder Zeit, auch heute und bis Yawm al-Qiyamah, ihre Oberflächlichkeit, ihr mangelndes Wissen, ihre mangelnde Vernunft. Ja, sie sagen, ja, in il-hukmu illa lillah, wie es Allah sagt, das Urteil gebührt nur Allah. Und Ali radiallahu anh sagte, das ist ein wahres Wort, mit dem sie aber Falsches beabsichtigen. حَقٌ أُرِيدَ بِهِ بَاطِلٍ. Denn sie benutzen die Ayah, aber interpretieren sie falsch, also erläutern sie falsch, verstehen sie falsch. Und das ist auch der Aspekt heute, ja, bei den Takfiris. Sie nehmen die Ayat aus Koran und Sunnah, aber interpretieren sie falsch. Kommen wir nun zu den Eigenschaften. Wir müssen wissen, liebe Geschwister, dass es keine Sekte gibt, die so sehr vom Propheten sallallahu alaihi wasallam beschrieben wurde, wie die Khawarij. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat über mehrere Fehler gesprochen, über einige Sekten oder vor einigen Sekten gewarnt, aber so sehr, wie er vor den Khawarij gewarnt hat, gibt es keine andere Sekte. Und da wollen wir uns noch einmal einige dieser Eigenschaften uns betrachten, denn diese Sekte bleibt bis Yawm al-Qiyamah. Also das ist eine der Eigenschaften der Khawarij, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jedes Mal, wenn eine Generation vernichtet wurde, wird eine nächste Generation auftauchen, bis die letzte Generation mit dem Dajjal auftauchen wird. Also bis Yawm al-Qiyamah gibt es immer wieder Khawarij, ja, und Fanatiker in der Religion, die die Religion falsch verstehen. Eine dieser Eigenschaften ist, dass sie jung sind. Die meisten Khawarij sind junge Leute. Und das erklärt auch, warum sie in die Irre gehen. Weil in der Jugend überwiegt die Emotion. Die Erfahrung ist wenig. Und man denkt, man muss selbst die Erfahrung machen. Ich muss selbst das herausfinden, weil du bist nicht so gut wie ich. Deswegen, das muss ich erstmal herausfinden. Diese Jugend, diese Emotion ist was Tolles, ist was Gutes, es ist ein Antrieb. Aber dieser Antrieb muss gezügelt werden. Wie ich schon bereits erwähnt habe, dieses Gleichnis, welches einige Schuyuch erwähnt haben, die Emotion ist ein Motor, ein Antrieb. Aber die Religion, das ist die Schiene, das sind die Gleise. Das heißt, egal wie stark dein Antrieb ist, du musst auf den Gleisen bleiben, auf den Schienen bleiben. Wenn du nicht auf den Schienen bleibst und deine Emotion treibt dich an, wirst du entgleisen. Du wirst dann also einen Unfall bauen, du wirst vielleicht sterben. Ja, und das sehen wir bei der Jugend. Sie wollen selbst alles herausfinden. Niemand soll ihnen etwas sagen. Ja. Sie wissen es besser als die anderen. Und mit der Zeit, mit der Erfahrung,
wird man weiser. Deswegen gibt es einen Spruch, ja, also kein Hadith, aber einen Spruch: Wer einen Tag älter ist, hat umso mehr Erfahrung als du. Ein Tag älter, aber er hat dann viel mehr Erfahrung als du. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, wie Ali radiallahu anhu berichtete. Ali radiallahu anhu berichtete: Wenn ich über den Gesandten Allahs einen Hadith berichte, dann ist es mir bei Allah lieber, vom Himmel zu fallen, als über ihn zu lügen. Also Ali radiallahu anhu sagt: Guckt mal, wenn ich jetzt über den Propheten rede, alayhi salatu wassalam, nicht, dass ihr denkt, das ist ein Klacks, ja, das ist was Herrliches. Nein, nein, das ist eine Riesenverantwortung. Dass ich vom Himmel falle, ist mir lieber, als dass ich über den Propheten rede, sallallahu alayhi wasallam, aus dem Blickwinkel der Verantwortung, die ich jetzt habe. Ja, natürlich ist es schön, über Allah zu reden und über den Propheten, sallallahu alayhi wasallam, aber du hast Verantwortung. Die Leute hören dir jetzt zu. Wenn ich euch aber über mich berichte, dann ist Krieg Täuschung. Also das heißt, wenn man redet, ja, dann gibt es Sachen, die sagt man so, ja, man möchte nicht alles berichten über sich selbst oder man muss taktisch, ja, reden. Aber hier jetzt geht es um Religion. Das heißt, was ich jetzt sage, ist die Wahrheit. So hörte ich den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen: Es wird ein Volk zur letzten Zeit hervortreten, die jung und unbesonnen sind. Sie sprechen Worte, die zu den besten Worten der Menschen gehören. Doch ihr Glaube wird ihre Kehle nicht überschreiten. Sie werden aus der Religion austreten wie ein Pfeil aus der Beute. Wo ihr sie auch findet, sollt ihr sie töten. Denn für ihre Tötung wird derjenige am Tag der Auferstehung belohnt, der sie getötet hat. Ja, das heißt also, nicht, dass jemand versteht, alles klar, da mein Nachbar ist ein Takfiri, den bringe ich jetzt um. Ja, sondern das bedeutet also, wenn diese Leute tatsächlich angreifen, musst du dich wehren. Sollst nicht sagen, okay, meine Brüder, okay, ich mache nichts. Ali radiallahu anhu hat sich verteidigt, hat auch gewonnen. In der Schlacht Ali radiallahu an, das hatten wir letztens erwähnt, der Name ist mit N. Nahrawan, Allah iftah alayk, Nahrawan. Diese Schlacht, das war ja die Schlacht gegen die Khawarij, die erste große Schlacht gegen die Khawarij, An-Nahrawan, also die Stelle hieß so, und er hat gewonnen. Das heißt, und die Ulama haben davon abgeleitet oder daraus abgeleitet, die Khawarij, auch wenn wir sie nicht zu Kuffar erklären, weil sie eben Muslime sind und missverstanden haben. Also wir, im Gegensatz zu den Khawarij, erkennen ja Missverständnis als Entschuldigungsgrund an. Die Khawarij, die Takfiris, also die sagen ja, hast gelitten. Junge, ich hab's nicht mitbekommen, Pech gehabt. Ich hab's nicht verstanden, gelitten. Ja? Allah Azza wa Jalla ist gnädig, subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Und wir werden erst bestrafen, wenn wir einen Gesandten entsandt haben. Das heißt, das ist ja dieses Riesenthema, Unwissenheit bei Schirk oder bei einem Kufrakt. Bei den Khawarij hast du gelitten. Ob du es mitbekommen hast oder nicht mitbekommen hast, du bist ein Kafir. Möge Allah uns vor dem Irrweg bewahren. Ibn Hajar, rahimahullah, sagt über diese Aussage: Es wird ein Volk zur letzten Zeit hervortreten. Gemeint ist also der letzte Kalif, nicht nur erst Yawm al-Qiyamah, sondern beim letzten Kalifen, das war eben Ali radiallahu anhu. Denn, Ibn Hajar sagt weiter, in Sunan Werken sowie in Sahih Ibn Hibban wurde überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Kalifat wird nach mir 30 Jahre dauern. Danach wird es ein Königtum. Und tatsächlich ist das auch eingetreten. Ab Muawiyah radiallahu anhu wurde es ein Königtum. Ja? Was heißt Königtum? Also das Amt wird vererbt.
Auch wenn er sich nicht, Muawiyah hat sich nicht König genannt. Aber was ist ein Königtum? Also die Macht wird vererbt. Kalifat, die Macht wird nicht vererbt. Aber ab Muawiyah hieß es dann, der Sohn soll der Nachfolger des Vaters sein. Das Ereignis der Khawarij, indem sie am Nahrawan getötet wurden, ereignete sich am Ende des Kalifats von Ali radiallahu anh, nämlich im Jahr 28 nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also 2 Jahre vor Ende der 30 Jahre, also nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nicht nach der Hijra, nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam, also 2 Jahre vor Ende der 30 Jahre. Also gehört zu den Eigenschaften der Khawarij, dass sie mehrheitlich aus jungen Leuten bestehen. Und das ist immer so. Also das ist eine Gesetzmäßigkeit. Warum noch einmal? Weil bei Jugendlichen die Emotion überwiegt. Sie denken, die verstehen alles, sie können alles. Und die anderen, die Älteren, die haben sowieso, sind sowieso alles Heuchler. Die sind die wahren Gläubigen. Die anderen sind alles Gelehrten der Monarchen und so weiter. Ja, dieses leichtfertige Verurteilen der Menschen. Ebenso, und das ist natürlich das Hauptmerkmal der Khawarij, Fanatismus. Was ist Fanatismus? Ruluun auf Arabisch. Al-Ruluwu. Fanatismus ist also Übertreibung. Übertreiben in der Religion. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird ein Volk aus meiner Umma hervortreten, die den Koran rezitieren. Dabei ist eure Rezitation nichts im Verhältnis zu ihrer. Ebenso ist euer Gebet nichts im Verhältnis zu ihrem Gebet. Das heißt, sie lesen viel mehr Koran als ihr. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam redet hier mit wem? Mit den Sahaba. Also sie werden mehr beten als die Sahaba. Sie werden mehr Koran lesen als die Sahaba. Und auch euer Fasten ist nichts im Verhältnis zu ihrem Fasten. Sie rezitieren den Koran und denken dabei, er sei auf ihrer Seite. Doch er wird gegen sie sein. Ihr Gebet wird ihre Kehle nicht überschreiten. Was soll denn das heißen? Das bedeutet also, die Wirkung des Gebets gelangt nicht in ihre Herzen. Und in einem anderen Hadith heißt es ja, der Koran wird nicht ihre Kehle überschreiten. Also die Wirkung des Korans wird nicht ihre Herzen erreichen. Das heißt, es ist die Kehle, hier kommt die Stimme, die Stimmbänder und das war's. Aber ins Herz hinein gelangt der Koran nicht, gelangen die Ibadat nicht und deswegen profitieren sie nicht davon. Sie werden aus dem Islam austreten, so wie ein Pfeil aus der Beute. Noch einmal, was heißt Pfeil aus der Beute? Also so schnell, ja, wenn jemand mit Pfeilen jagt, früher, ja, sagen wir mal einen Hase oder Allahu a'lam was, dieser Pfeil geht ja durch die Beute rein und dann von der anderen Seite wieder raus. So schnell, sie gehen in den Islam rein und wieder raus. Warum? Weil sie den Islam nicht richtig verstehen wollen. Das ist der Beleg für einige Gelehrte, die gesagt haben, die Khawarij sind Kuffar. Aber sie werden entschuldigt aufgrund was? Missverständnis, Unwissenheit, sie haben es nicht verstanden. Ja, und deswegen sind sie Muslime. Wie Ali radiallahu anh gesagt hat, Ikhwanuna bagaw alayna. Es sind unsere Brüder, die sich gegen uns formiert haben. Ja, das heißt, es sind unsere Brüder, es sind Muslime. Ali radiallahu anh hat nicht gesagt, das sind Kuffar. Wir bekämpfen sie, weil sie aus dem Islam ausgetreten sind. Nein, es sind Muslime. Aber was machen sie? Sie bekämpfen uns. Also müssen wir uns wehren. In einem anderen Wortlaut heißt es, euer einer wird sein Gebet im Verhältnis zu ihrem Gebet geringschätzen und sein Fasten im Verhältnis zu ihrem Fasten. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, die Khawarij haben zweifelsohne sich bei den Gottesdiensten und der Frömmigkeit angestrengt, in einem Maß, den die Sahaba nicht hatten, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat. Doch da es nicht gemäß der gebotenen Weise war, führte es sie zum Austritt aus der Religion. Ein Beispiel dafür,
Das hatten wir schon mal letzte Woche erwähnt, und zwar die Diskussion zwischen Ibn Abbas radiallahu anh und den Khawarij. Und zwar sagte er, als ich bei ihnen ankam, fand ich Leute vor, die sich bei Gottesdiensten mehr angestrengt haben, als ich je bei anderen gesehen habe. Und Ibn Abbas radiallahu anh kennt die Sahaba. Er war Jugendlicher, ja, war ein Kind zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er lebte mit vielen Sahaba. Ihre Hände sahen aus wie die Kniescheibe eines Kamels. Schon mal eine Kniescheibe vom Kamel gesehen? Wie wird sie wohl sein? Was soll das heißen, wie eine Kniescheibe eines Kamels? Ja? Bitte? Genau, Hornhaut, ja, sehr rau. Warum? Ein Kamel legt sich ja hin. Ja? Also ein Kamel beugt ja dann, ja, die Beine hinten oder auch die Arme, wenn man, oder vorne, Vorderbeine, eben Hinterbeine, wie man das auch nennen mag, ja, und legt sich hin. So, das heißt, warum sind ihre Hände so rau? Vom vielen Beten, vom vielen Sujud. Ja, du legst doch deine Hand immer auf den Boden, und das war ja Sand und so weiter, das war ja jetzt nicht ein geschmeidiger Teppich, ja. Also sehr raue Hände. Und ihre Stirn war gebrandmarkt aufgrund der Niederwerfung. Und als die Khawarij die Bekleidung, das hatte ich ja schon mal erwähnt, die Bekleidung von Ibn Abbas radiallahu anh sahen, tadelten sie ihn, und er erwiderte mit der Ayah: Sag, wer hat den Schmuck Allahs verboten? Also das, die Kleidung, nicht Schmuck jetzt Kette und so für Männer, sondern Schmuck Allahs, Zinatu, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ, also die Kleidung. Sag, wer hat den Schmuck Allahs verboten, den er für seine Diener hervorgebracht hat, und auch die guten Dinge aus der Versorgung Allahs. Und da sehen wir das falsche Verständnis der Khawarij. Die denken, Taqwa, Gottesfurcht, das müssen unangenehme Kleidungen sein, ja, du darfst überhaupt nicht gut aussehen und so weiter. Ja, das ist das falsche Verständnis. Deswegen ist ja Ibn Abbas radiallahu anh mit guter Kleidung hingegangen, ja, damit er ihnen erklärt, guckt mal, ihr habt die Religion falsch verstanden. Aber das ist, wenn man, guckt mal, liebe Geschwister, das mit dem Khawarij ist auch ein psychologischer Aspekt. Wenn man von Natur aus eher ein härterer Typ ist, neigt man zur Härte. Und das sagt auch Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, Shaitan kommt und schnüffelt an dir. Der guckt erstmal, was bist du denn so für ein Typ? Bist du eher so der Lockere, alles klar, so eher, dann geh mal zur Party, ja, mach mal Party und so weiter, Halligalli, du bist eher so dieser Typ. Der andere ist hart, oh Junge, guck mal, du musst dich einsetzen für die Religion, sagt ihm der Shaitan. Allahu Akbar, ja, sehr schön. Und so. Und dann wieder Pfeil. Rein, geh mal rein in die Religion, aber so schnell wieder raus. Das heißt, geh rein zur Religion, aber raus wieder mit falschem Verständnis, indem diese Emotion falsch eingesetzt wird. Und deswegen zum Beispiel, als ISIS angefangen hat, ja, da gab es viele Leute, die haben, die vorher, besonders in der arabischen Welt jetzt, ja, in einigen arabischen Ländern, in denen man vorher vielleicht den Islam nicht leben durfte. Ja, man muss sagen, in vielen von mir aus arabischen Ländern, wirst du daran gehindert, den Islam richtig auszuleben. Ja? Hast einen Bart, kriegst du Probleme. Ob auf der Arbeit oder von mir aus von der Polizei und so weiter und so fort. Jetzt war in der Revolution, ja, da war es ja dieser arabische Frühling, ja, und dann jeder durfte machen, was er will. Und da kam eben mit diesem Timing, entstand ja auch ISIS. Und was ist ISIS? Flaggenhissen die ganze Zeit, Anarchid reinziehen die ganze Zeit, Blockbuster, zack und so weiter. Die Leute, die in der Jahiliyyah die ganze Zeit Anarchid, ja, von einem Stadion zu anderen, und die Flaggen von den Fußballmannschaften. Und sagt, hey, das kann ich ja auch im Islam jetzt machen. Ja? Das ist wirklich so. Die haben sich wiedergefunden. Ich darf mit meiner Jahiliyyah weiterleben und bin ein Muslim. Dieser psychologische Aspekt, liebe Geschwister, der wurde ausgenutzt, damit diese Jugend dies benutzt, als es nun dann vorbei war,
haben sie auch das Gebet verlassen. Die Bärte waren jetzt auf einmal weg und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, das war nur ein... bitte? Ja, nee, Nefha, was heißt Nefha auf Deutsch? Genau, dieser Zauber ist verflogen. Ja, das war nur so ein Kick, den man hatte. Ja, ja, hier diese Gruppendynamik und so weiter und so fort. Das heißt natürlich nicht, dass jeder so war. Ja? Natürlich gibt es Leute, die eben Vorreiter waren, ja? Und dieses Gedankengut vertreten haben. Ja? Aber ich rede jetzt von der Masse, die dorthin gegangen ist, die keine Ahnung vom Islam hat. Ja? Aus vielen muslimischen Ländern, aber auch natürlich aus Europa und so weiter und so fort, die gar keine Ahnung vom Islam haben. Natürlich gab es aber auch Leute, die Ahnung vom Islam hatten, aber eben falsch. Also Scheinargumente hatten. Geringes Wissen ist auch eines der wichtigsten Eigenschaften der Khawarij, sonst würden sie ja nicht Khawarij sein. Der Grund also für diese Irreleitung ist mangelndes Wissen. Und Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, das hatten wir gerade in diesem Hadith gehört, er sagte, sie denken, der Koran wäre auf ihrer Seite, aber er ist tatsächlich gegen sie. Was machen sie, was Ibn Abbas bereits gesagt hat, radiallahu anhu? Sie nehmen Ayat, die offenbart wurden wegen Ungläubige und übertragen sie auf Gläubige. Das ist die Masche der Khawarij. Die sagen, guck mal, Allah sagt dies und jenes. Habibi, diese Ayah meint Abu Jahl und Abu Lahab. Na, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Wie war das nochmal? Ausschlaggebend ist Wortlaut und nicht Offenbarungsgrund. Ich sage ja nicht, gemeint ist, dass die Ayah nur für Abu Jahl gilt. Die gilt auch für Trump und was weiß ich und George Bush und alle Kuffar bis Yawm al-Qiyamah. Es geht nicht um Abu Jahl, aber es geht um die Sorte. Welche Sorte? Nicht-Muslime. Ayat, die wurden offenbart. Was ist das Thema dieser Ayat? Nicht-Muslime. Zum Beispiel, wenn Allah Azza wa Jal sagt, diese Menschen haben kein Wissen. Die Kuffar haben kein Wissen. Jetzt kommen die Leute und sagen, ja, siehst du, sie sind unwissend. Sie sind unwissend. Allah sagt, sie sind unwissend. Hat er gesagt, aber ihr dürft sie nicht Mushrikun nennen? Habibi, hier geht es um einen Menschen, der nie im Leben gesagt hat, La ilaha illallah. Und jetzt nimmst du diese Ayah und überträgst sie auf wen? Du überträgst sie auf jemanden, der sagt, La ilaha illallah, hat gesagt, ich bin Muslim, er ist in den Islam eingetreten, aber hat was nicht mitbekommen. Das sind zwei verschiedene Fälle. Aber das wollen die nicht verstehen. Und das war bereits zur Zeit von Ibn Abbas, radiallahu anhu. Jetzt kommt natürlich einer und sagt, Sekunde mal. Hier aber Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, und Al-Fawzan, hafidahullah, und XY, ja, die sagen doch auch, Unwissenheit entschuldigt nicht beim Schirk. Nummer eins, sie haben auch andere Aussagen. Ibn Baz hat auch die Aussage, Unwissenheit ist ein Entschuldigungsgrund. Al-Fawzan hat auch eine Aussage, Unwissenheit ist ein Entschuldigungsgrund. Worum geht es hier also? Jemand hat noch nie was gehört davon. Jemand lebt in einer Gegend, er hat noch nie was davon gehört, dass man nicht zu einem Grab gehen darf und sagen kann, ja, Sidi, ich bitte dich, heile mich. So. Der hat noch nie was gehört, dass das Kufr und Schirk ist. Ist das Kufr und Schirk? Ja, es ist Kufr und Schirk. Aber er hat nie was davon gehört. Kann nicht sein. Ah, das ist ein anderes Thema jetzt. Das ist ein anderes Thema. Dann müssen wir gucken, dieses Land, dieses Gebiet, gibt es da Gelehrte oder gibt es da keine Gelehrte? Das ist ein anderes Thema. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, es ist ein Gebiet und da gibt es keine Gelehrten. Oder es gibt nicht genug Gelehrte, sodass dieser Mensch nicht in der Lage ist, die Wahrheit zu erkennen. Er will die Wahrheit erkennen. Er will. Nicht, dass jemand sagt, okay, alles klar, ab jetzt lerne ich die Religion nicht. Warum? Unwissenheit ist ja wohl besser. Nein, nein. Dann warst du schuld an deiner Unwissenheit.
dann ist es kein Entschuldigungsgrund mehr. Das heißt, wenn du selbst nicht lernen willst, wirst du nicht entschuldigt. Aber du willst lernen, du kannst aber nicht lernen. Warum kannst du nicht? Es gibt keine Gelehrten. Alle Imame sagen, guckt mal, nach Jumu'ah gehen wir alle zum Friedhof und machen eine Sadaqa, nennen das Sadaqa, und machen dies und jenes und so weiter und so fort. Und er hat nie die Wahrheit mitbekommen. Das ist Diskussionsthema. So. Das heißt, die Gelehrten wie Ibn Baz, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, hat auch zwei verschiedene Aussagen. Zum einen sagt er, die werden nicht entschuldigt. Zum anderen sagt er, doch, ich habe nicht gesagt, dass sie Kuffar sind. Er sagte, und die Leute, die zum Grab von Badawi, in Ägypten ist ein Grab von Badawi, hingehen und ihn verehren, wir haben nicht gesagt, dass sie direkt Kuffar sind. Aha, also hat er mal diese Aussage, mal diese Aussage. Das muss man schön präzise unterscheiden. Jemand, der das nie gelernt hat, hört einfach nur so ein YouTube-Video. Ja, und Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah hat gesagt, oh, das war's dann. Ja, Sekunde mal, Sekunde. Hast du alle Werke von Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah gelesen? Alle Werke von Ibn Taymiyyah gelesen? Alle Werke von Ibn Baz gelesen? Alle Werke von Al-Fawzan gelesen? Hast du das? Nee, dann sei ruhig. Spiel hier nicht den Imam des Tauhids, als ob du den Tauhid verstanden hast und kein anderer hat das verstanden. Wenn du das nicht gelesen hast, wie kannst du dann von dir sagen, ich habe Tauhid verstanden, du hast nichts verstanden. Du hast eine Sache gehört und denkst, das war's jetzt. Aber Sekunde mal, ich vertraue ihm. Ja, das ist dein Fehler, dass du diesem Referenten einfach so blind vertraust. Also, liebe Geschwister, dieses Thema ist ein gewaltiges Thema, wo es unterschiedliche Ansichten gibt. Also Nummer eins, diese Gelehrten, die als Referenzen genommen werden, Ibn Baz al-Fawzan, Muhammad ibn Abdul Wahhab, Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Hanbal, sie haben solche Aussagen und auch andere Aussagen. Nummer eins. Nummer zwei, Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, sagt, Unwissenheit ist ein Entschuldigungsgrund. As-Sa'di, der Lehrer von Ibn Uthaymin rahimahullah sagt, Unwissenheit ist ein Entschuldigungsgrund und so weiter. Ibn Baz rahimahullah ist der Lehrer von Ibn Uthaymin. Hat Ibn Baz gesagt, Ibn Uthaymin, du Jahmi, du Murji, du hast den Tauhid nicht verstanden. Hat er das dem gesagt? Und wie kannst du von diesem A'udhu Billah Jahmi Sa'di da, ja, lesen und lernen? Hat Ibn Baz so das gesagt? Oder über Al-Albani, rahimahullah. Was sagt Ibn Baz über Al-Albani? Er sagt, unter dem Himmel gibt es keinen, der mehr Wissen hat über die Sunna als Al-Albani, rahimahullah. Und er lobt ihn. Das, liebe Geschwister, ist der Unterschied zwischen einem Gelehrten und einem Fanatiker. Der Gelehrte sagt, guck mal, das ist meine Ansicht. Wenn du anderer Ansicht bist, weil du ein Gelehrter bist, respektiere ich deine Anstrengung. Ich finde es nicht richtig, was du sagst, aber trotzdem gehörst du zu Ahlus Sunnah. Ich werde jetzt nicht sagen, du bist ein Irregegangener. Der Fanatiker macht was? Guck mal, ich habe recht und du bist irregegangen. Punkt. Das ist Fanatismus. Und deswegen muss man das schön unterscheiden. Die Fanatiker, einige, sind klar und deutlich. Sagen wir mal zu, sag mir weder Ibn Baz noch, das ist sowieso alles Kuffar. Okay, noch einmal, klare Fanatiker, ehrlich gesagt, respektiere ich. Warum? Die sagen klar und deutlich, was los ist. Dann ist klar, okay, das ist ein Fanatiker. Aber wer sind diese Schlingel? Ja, Ibn Baz. Ibn Baz ist ein Gelehrter. Aber guck mal, jeder, der sagt, Unwissenheit ist ein Entschuldigungsgrund, ist ein Jahmi, ein Murji, ein Irregegangen, ein Sindiq ist das. Sindiq, also ein Heuchler. Habibi, Sekunde mal, hat das Ibn Baz gesagt? Nein, Ibn Baz hat es nicht gesagt. Aber jetzt lass mal Ibn Baz beiseite. Guck mal, jeder, der das sagt, ja Ibn Uthaymin, Ibn Uthaymin, nächstes Thema. Die sind nicht Mann genug, es zu sagen. Die sind nicht Mann genug, es zu sagen. Sag doch, was du denkst über Ibn Uthaymin. Oder As-Sa'di.
Wenn du sagst, das sind Leute, die den Tauhid nicht verstanden haben, dann red doch. Und das sind dann diese Leute, die immer anonym reden. Ja? Irgendeinen Kanal aufmachen und dann ohne Namen, wer bist du eigentlich? Bist du KI oder wer bist du? Ja? Wer bist du denn? Ich bin ein Niemand. Die nicht Mann genug, ihre Namen zu sagen. Haben nicht den Mumm zu zeigen. Wer bist du? Zeig dich und rede. Aber so wie Frauen sich zu verschleiern hinter irgendeinem Namen und dann zu der Tauhid und Allahu Akbar und ihr habt nichts verstanden. Was ist das? Das sind nur Feiglinge. Zeig dich, erklär uns, wer du bist erst einmal und dann gucken wir, was du sagst, ob das richtig ist oder nicht. Also, liebe Geschwister, warum erzähle ich diese Sachen? Weil es leider viele Jugendliche gibt, die diesen Leuten in die Arme laufen. Ja? Wie willst du jetzt, du, ja? Kannst du Arabisch? Kannst kein Arabisch, okay. Ist keine Schande, ist keine Schande. Aber dann kenne deine Grenzen. Nicht, dass du sagst, ich kann kein Arabisch, aber jetzt wirst du der Obermufti, der über Gelehrte redet. Nein, Ibn Taymiyyah, die Ansicht von ihm ist dies und jenes. Hast du alle Fatawa von Ibn Taymiyyah gelesen? Alle Bände? Hast du alle Werke durchforstet, damit du zu diesem Punkt gekommen bist? Nein, du hast einen YouTuber gesehen, der das behauptet hat und du glaubst ihm jetzt. Und du kannst kein Arabisch, du kannst es nicht verifizieren. Du kannst diese Aussage nicht bestätigen. Und was machst du jetzt? Hör mal zu, jeder, der nicht so denkt wie ich, ist ein Murji, Jahmi, hat mit dem Islam nichts zu tun, hat nichts verstanden. Diese Sekte, liebe Geschwister, ist schlimm. Denn es geht hier um die Tötung von Menschen. Die Takfiris, egal wo sie sind, wenn die eine Waffe hätten, würden wir nicht mehr leben. Das muss uns bewusst sein. Wir würden nicht mehr leben. Die würden in jede Moschee gehen, bum, 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 zack. Warum? Ein Murji Jahmi, ein Kafir, la'natullahi alayhi. Was ist denn, was passiert denn in Afghanistan und im Irak und so weiter oder in Syrien? Genau das, weil sie dort Waffen haben. Deswegen ist diese Ideologie so fatal. Und diese Ideologie muss bekämpft werden durch was? Durch Wissen. Lerne deine Religion. Halte dich an die großen Gelehrten. Und tappe nicht in die Falle derer, die die Gelehrten gegeneinander ausspielen. Der jongliert dann. Wenn es gerade passt, guck mal, was Ibn Baz sagt. Okay. Aber Ibn Baz sagt, unsere Herrscher sind keine Kuffar. Das Thema darfst du jetzt nicht. Ja, Ibn Baz ist gut, okay? Das Thema, lass. Jetzt gehen wir zum anderen Gerd. Der sagt, alle Hukam, alle Präsidenten sind Kuffar. Das ist ein Gelehrter. Aber Sekunde mal, Ibn Baz hat doch gesagt, da ist kein Kuffar. Nicht über Ibn Baz jetzt reden. Den brauchst du nur im Thema Unwissenheit. Weil ich will ja die Leute auf den Arm nehmen. Und die wissen das, die checken das ja nicht. Und so spielen sie auch. Ibn Uthaymin, rahimahullah, sagt, wer nicht mit dem Koran regiert, ist ein Kafir. Ja, sehr schön. Jetzt Ibn Uthaymin zitieren. Aber Sekunde mal, war nicht Ibn Uthaymin derjenige, der gesagt hat, bei Unwissenheit ist man entschuldigt? Psst, das ist nicht unser Thema jetzt. Sonst fallen wir doch auf. Ich nehme Ibn Baz, wann ich will, und dann schmeiße ich ihn wieder weg. Und dann nehme ich Ibn Uthaymin, wann ich will, und dann schmeiße ich ihn wieder weg. Und dann kommt natürlich Al-Fawzan, und dann schmeiße ich ihn wieder weg. Und so wird jongliert, und der Arme, der gar keine Ahnung von Arabisch hat, der bekommt nur diesen Stichpunkt. Entschuldigung, gibt's nicht. Alle Präsidenten sind Kuffar. Was weiß ich was? Ja, was sagen alle Gelehrten? Ich möchte doch gerne bei jedem Thema, sag mir bitte schön alle Gelehrten. Das ist Wissenschaft, oder nicht? Guck mal. Thema Präsident, Ibn Baz sagt, Ibn Uthaymin sagt, Al-Fawzan sagt und die vorherigen zum Beispiel, ja, Sa'di, Shinqiti und noch vorherige und so weiter. Normalerweise, das ist Wissenschaft, oder nicht? Zu einem Thema gibst du mir bitte alle Gelehrte, was sie sagen. Aber dann ist ja das Spiel aufgedeckt. Das ist ja dann langweilig, dann geht es ja nicht mehr. Dann kann ich euch ja nicht mehr auf den Arm nehmen. Sondern ich muss es so machen. Guck mal, ein Thema, hier bitte nur diesen Gelehrten sich anschauen. Darf ich den anderen Gelehrten sehen? Nein, guck hier.
Und beim anderen Thema, hier der andere Gelehrte, darf ich mal den ersten Gelehrten beim anderen Thema? Nein. Denn wenn sie das so machen würden, liebe Geschwister, wenn zu jedem Thema alle Ansichten der Gelehrten erwähnt werden, dann weißt du, es sind Themen, da gibt es Meinungsunterschiede. Und dann ist alles wieder ganz ruhig. Tief einatmen, ausatmen. Okay, ich muss gar kein Fanatiker sein. Keep cool. Es gibt diese Ansicht und es gibt diese Ansicht. Du kannst gerne einer Ansicht sein, aber stemple den anderen nicht ab als Irregegangene. Ja, warum denn? Weil der nächste Schritt ist, wenn du die Pistole hast, wirst du ihn umbringen. Deswegen. Denn das ist das, was Jesus gemacht hat und Co., die eben dieses Gedankengut haben. Und da ist auch nicht die Entschuldigung, nein, nein, wir sind gegen Isis. Ja, Habibi, Isis ist nicht die einzige Khawarij auf dieser Welt. Sondern jeder, der den Muslim unrechtmäßig umbringt, ist ein Khariji. Schauen wir uns mal ein Beispiel, wie die Khawarij waren und so, wie sie heute auch immer noch sind. Und zwar, Ibn Kathir rahimahullah sagte über die Khawarij. So hat man sich verständigt, die Khawarij zu bekämpfen. Ja? Also Ali radiallahu an hat gesagt, okay, es geht nicht anders. Ja? Die wollen nicht, die haben sich formiert, sie werden uns bekämpfen, ich muss jetzt was tun. Denn darin liegt ein gewaltiger Nutzen und für die Leute aus, genau. Hätte man sie nicht bekämpft, dann hätten sie auf der Erde Unheil verbreitet, sowohl im Irak als auch in Ascham. Und sie hätten weder einen Jungen noch ein Mädchen, weder einen Mann noch eine Frau verschont, denn ihrer Ansicht nach sind die Menschen so verdorben, dass nur noch das Töten aller etwas bringt. Genauso wie heute. Und genauso wie bis Yawm al-Qiyamah. Das ist ja das Problem. Schaut euch mal, was sie getan haben zur Zeit von Ali radiallahu anh. Imam Ahmad rahimahullah berichtete, so kamen die Khawarij in eine Stadt, da kam Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat, also der Sohn eines Gefährten. Als er die Khawarij gesehen hat, ist er erschrocken rausgegangen. Sie sagten, die Khawarij sagten, warum hast du dich erschrocken? Es war eine Gruppe von Khawarij. Er sagte, ihr habt mich erschrocken. Sie sagten, bist du Abdullah ibn Khabbab, der Gefährte des Gesandten Allahs? Sie wussten, wer er ist. Er sagte, ja. Sie sagten, hast du etwas von deinem Vater gehört, was er vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass du uns berichten kannst? Guckt mal, wie mutig Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat ist. Er sagte, ja, ich habe was zu berichten. Ich hörte von ihm, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Fitna erwähnt. Eben das, ja, was gerade passiert. Der Sitzende ist dann besser als der Stehende besser als der Gehende und der Gehende besser als der Laufende. Er sagte, wenn du die Fitna erreichst, dann sei der Diener Allahs, der getötet wird. Al-Rasul a.s. sagte zu Khabbab, wenn du diese Fitna erreichst, zieh dich zurück. Lieber wirst du getötet, als dass du jemanden tötest. Ayyub, ein Überlieferer, sagte, ich denke, er sagte weiter, und sei nicht der Diener Allahs, der tötet. Sie sagten, die Khawarij jetzt, hast du das von deinem Vater gehört, wie er es über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam berichtet hat? Hast du es also persönlich gehört von deinem Vater? Er sagte, ja. Dann nahmen sie ihn nach vorne an den Fluss. Was haben sie jetzt getan? Ja, was sie getan haben. Genau. Dann nahmen sie ihn nach vorne an den Fluss. Warum töten sie ihn jetzt?
Weil er sie entlarvt hat? Da, guckt mal, er sagt jetzt, es gibt einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dann wird es eine Fitna geben, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, du sollst nicht mitkämpfen. Ein Beleg vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder nicht? Da hört es doch jetzt auf normalerweise, okay? Aber was ist das Problem der Khawarij? Genau, und dann, dass er nicht mit ihnen kämpft. Und wenn er nicht mit ihnen kämpft, ist er was? Kafir. Wenn er nicht mit ihnen, du bist nicht auf der Seite des Tauhid. Du bist nicht auf der Seite derer, die den Tauhid verteidigen wollen. Was haben sie getan? Dann nahmen sie ihn nach vorne an den Fluss und haben ihm seinen Kopf abgeschlagen. So sprießte sein Blut wie ein Schnürsenkel. Wie ein Schnürsenkel. Dann gingen sie zu seiner schwangeren Frau und schlitzten ihr den Bauch auf. Alles fi sabilillah. Das sind die Khawarij. Das sind die Khawarij. Die heutigen Takfiris. Und ich hatte schon mal erwähnt, Takfiri, die haben ja so eine Riesenallergie. Oh, wie kannst du Takfiri sagen? Das hat kein Gelehrter vorher gesagt. Habibi, das muss auch kein Gelehrter vorher gesagt haben. Begrifflichkeiten, da sagt man nicht, dieser Begriff ist eine Bid'a. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Jetzt zum Beispiel der Begriff Aqida. Steht er im Koran? Steht er in der Sunna? Das sind Begrifflichkeiten. Hauptsache, der Inhalt ist richtig. Die Sekte der Qadariyya wurde dann erwähnt oder beschrieben. Das heißt ja nicht, dass es keinen Qadar gibt, sondern sie haben einen Fehler im Qadar. Denn sie sagen, guck mal, wenn du sagst Takfiri, dann bedeutet es gibt kein Takfiri im Islam. Oder Takfiri ist immer schlecht. Was ist denn das für ein Unfug? Was ist denn das für eine billige Masche? Wenn wir sagen, die Sekte der Qadariyya, also die haben einen Fehler im Qadar. Heißt das, es gibt kein Qadar und Qadar im Islam? Natürlich gibt es Qadar und Qadar. Eine Säule des Iman, oder nicht? Dass du an Qadar und Qadar glaubst. Aber was sind die Qadariyya? Eben eine Sekte, die den Qadar falsch verstanden haben. So, was sind Takfiris? Eben Leute, die den Takfir falsch verstanden haben. So einfach ist das. Im Geschichtswerk des Imam al-Tabari wurde erwähnt, dass Ali radiallahu anh ein Schreiben erhalten hat, in dem stand, dass die Khawarij einen Muslim anhielten und ihn fragten: Bist du Muslim oder Kafir? Er sagte: Ich bin ein Muslim. Sie sagten: Was sagst du über Ali? Er sagte: Ich sage nur Gutes über ihn. Sie sagten: Dann bist du ein Kafir. Kennt ihr das? Wer den Kafir nicht zum Kafir erklärt, ist ein Kafir. Was sagst du über Präsident XY? Kafir. Warum überlegst du überhaupt? Ist doch klar. Darf ich lernen? Kafir. Du musst sofort sagen, das ist ein Kafir. Dieses Prüfen, das ist von ihren Vorfahren, den Khawarij. Sie sagten, da bist du ein Kafir, du Feind Allahs. Steht in diesem, also ich zitiere hier. Dann hat ihn eine Gruppe von ihnen getötet. Also die Khawarij haben ihn getötet. Und deswegen sage ich, liebe Geschwister, das haben wir doch gesehen mit unseren eigenen Augen leider. Da kommt jemand und sagt, darf ich beten? Nein. Bam, zack, haben ihn getötet. La ilaha illallah. Okay, gehen wir davon aus, er ist Kafir, er ist raus aus der Religion. Darf er nicht mehr rein bei euch oder was? Gibt es keine Taube? Subhanallah al-Azim. Dann hat ihn eine Gruppe von ihnen getötet. Daneben war ein Mann, der zu den nicht-muslimischen Bewohnern gehört. Wimmiyun, Ahlu-Dhimma. Kennt ihr Ahlu-Dhimma? Also Nicht-Muslime, die in einem islamischen Land leben. Sie fragten ihn, also es ging jetzt weiter. Was bist du? Er sagte, ein Mann der nicht-muslimischen Bewohner. Also, ich bin nicht-Muslim. Dann sagten sie, diesen dürfen wir nichts antun. Und da haben sie ja auch recht, ist jetzt nicht, dass man sagt, bringt ihn doch lieber um als ein. Nein, nee, sie dürfen weder den Muslim noch den Nicht-Muslim umbringen. Aber das zeigt, wie irregeleitet sie sind, dass sie eben diesen Muslim getötet haben. Warum? Weil er eben nichts gegen Ali hat, radiallahu anhu. Ein weiteres Ereignis
das Wasil ibn Ata mit einer Gruppe der Khawarij hatte. Und zwar sagte Wasil, der gehörte zu den Mu'tazila, war ein schlauer Kerl, aber natürlich eben Sektenanhänger, aber schlauer Kerl, was die Khawarij jetzt angeht. Da kamen sie zu ihm, die Khawarij, und da sagte Wasil zu seinen Leuten, er war mit ein paar Leuten, der hat gesagt, dies ist nicht eure Angelegenheit. Also kein Mucks. Das ist kein Spaß jetzt, diese Khawarij. Kein Mucks. Ich rede und ihr seid ruhig. Tretet zurück und lasst mich mit ihnen sprechen. Die Khawarij fragten ihn, was bist du und deine Leute? Immer dieses Prüfen. Ja? Normalerweise, du bist in einem islamischen Land. Jeder, der vor deiner Nase läuft, ist erst einmal ein Muslim. Was, wenn er Christ ist? Ja gut, dann ist das eine Ausnahme. Aber die Regel ist, du bist in einem islamischen Land, also ist jeder erstmal ein Muslim. Sie sagten, was bist du und deine Leute? Er sagte, dieser Wasil, er sagte, wir sind Götzendiener, die um Schutz bitten, damit sie das Wort Allahs hören und seine Gebote kennen. Der wusste, damit werden sie ihn nicht umbringen. Also bist ein Götzendiener? Okay, darfst du weiter. Bist Muslim? Kopf ab. Da sagte er, wir sind Götzendiener, die um Schutz bitten, damit sie das Wort Allahs hören und seine Gebote kennen. Sie sagten, wir gewähren euch Schutz. Wie edel. Dann sagte er, bringt uns bei, lest uns Koran, wir wollen die Religion lernen. So haben sie ihnen die Gebote beigebracht. Er sagte, meine Leute und ich haben es angenommen. Sie sagten, dann kommt mit uns. Ihr seid Muslime? Kommt mit uns, ihr müsst jetzt kämpfen. Was sagte er? Dann kommt mit uns, denn ihr seid unsere Brüder. Er sagte, das ist nicht euer Recht. Denn Allah sagt, und wenn jemand von den Götzendienern dich um Schutz bittet, dann gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allahs hört. Hierauf lasse ihn den Ort erreichen, wo er in Sicherheit ist. Allah sagt was? Wenn du Leute siehst, das sind Götzendiener, dann bringe ihnen die Religion bei und lass sie ziehen. Ich höre, du sagst, du musst hier bleiben. Lass sie ziehen. Deswegen hat er von vorne gesagt, wir sind Götzendiener, wir wollen die Religion hören. Er hat natürlich nicht dann weitergemacht, damit ihr uns dann ziehen lässt. Er wusste ja, so schlau sind sie auch wieder nicht. Also hat er gesagt, okay, guckt mal, könnt ihr uns die Religion beibringen, bitte? Sie haben die Religion beigebracht. Sehr schön, alles klar, wir sind Muslime. So, und jetzt kommt ihr mit. Nee, Sekunde mal, mach mal die Ayah fertig. Die Ayah besagt jetzt, lasst uns weiterziehen. Also, lasst uns den Ort erreichen, wo wir sicher sind. Die Khawarij schauten sich gegenseitig an. Ey, der hat uns ja fertig gemacht, der Typ. Und sagten dann, das ist euer Recht. So brachten sie sie zum Ort, an dem sie in Sicherheit waren. Die Khawarij kutschierten sie bis zum Ort. Das zeigt, wie schlimm diese Situation war, liebe Geschwister. Dass man sich als Muschrik ausgeben muss, als Christ oder Jude, als Nicht-Muslim ausgeben muss, damit man überlebt. Wisst ihr, wie viele Leute getötet wurden? Aber Tausende von diesen Khawarij, früher und auch heute, leider. Und das alles im Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah ist frei von dieser Angelegenheit. Diese Khawarij, liebe Geschwister, wir hatten ja schon erwähnt, sie haben mehrere Bezeichnungen. Eine Bezeichnung sind die Al-Qurra, also die Leser, weil sie so viel Koran lesen. Dann Al-Khawarij. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Khawarij kilabun nar. Die Khawarij sind die Hunde des Höllenfeuers. Ebenso wurde dieser Name von den Sahaba verwendet. Also Al-Khawarij. Ein weiterer Name sind die Al-Muhakkimah. Und das zeigt, liebe Geschwister, wenn es mehrere Namen, es geht alles um Khawarij. Also keep cool, also macht da jetzt nicht so ein
ein Riesentheater wegen dem Begriff Takfiri. Ja, aber diese Khawarij heute, die Takfiris, die haben eine Riesenallergie und wiederholen das jedes Mal. Ja, die heute, die nennen uns. Ja, jammern doch nicht so rum. Alles klar, wir haben verstanden, ihr wollt nicht Takfiris genannt werden, ihr Takfiris. Ja, okay. Ein weiterer Name ist Al-Muhakkima. Warum wurden sie Al-Muhakkima genannt? Al-Muhakkima, weil sie eben aufgrund des Tahkim, der Schlichtung zwischen Ali radiallahu an und Muawiyah, weil sie aufgrund des Tahkim eben den Takfir ausgesprochen haben gegen Ali radiallahu an und gegen Muawiyah radiallahu an und natürlich alle Sahaba, die bei Ali und bei Muawiyah waren und nicht bei den Khawarij. Alle waren sie Kuffar. Alle Sahaba und Tabi'in, alle waren sie Kuffar. Ebenso gehört zu den Namen Al-Haruriyah. Das hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Denn wo haben sie sich versammelt, nachdem sie sich abgespalten haben von der Armee Alis, radiallahu an? Sie waren ja eigentlich in der Armee von Ali, radiallahu an. Und dann haben sie sich abgespalten, weil eben Ali nach ihrer Ansicht ein Kafir geworden ist. Und wo versammelten sie sich? In Harura, eine Stadt im Irak. Und dieser Begriff wurde von Aisha radiallahu anha verwendet. Und zwar fragte sie mal eine Frau, warum muss eine menstruierende Frau das Fasten nachholen, aber nicht das Gebet? Aisha radiallahu anha sagte, gehörst du zu den Leuten aus Harura? Haruriyatun anti? Bist du eine Haruriya? Eine aus Harura? Sie sagte, nein, ich gehöre nicht zu den Leuten aus Harura. Ich frage nur. Sie sagte, dies ist uns passiert und dann wurden wir aufgefordert, das Fasten nachzuholen, aber das Gebet nicht. Also diskutier nicht. Das ist ein Gebot und das machen wir. Warum hat sie diese Frau gefragt, ob sie zu den Leuten aus Harura gehört? Denn entweder, weil diese Khawarij eben diskutieren, ja, oder, und das ist eine Ansicht einiger Gelehrte, dass sie eben tatsächlich der Ansicht waren, dass eine Frau, wenn sie ihre Tage hat, auch Gebete nachholen soll. Und was natürlich nicht richtig ist. Ebenso werden sie genannt, die Leute des Nahrawan. Warum? Ja, natürlich wegen der Schlacht. Das war die erste Schlacht gegen Al-Khawarij. Aber es war nicht die letzte. Also das war ja Beginn. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn eine Gruppe vernichtet wurde, kam die nächste Gruppe und das bleibt bis Yawm al-Qiyamah. Das waren also einige Namen der Khawarij. Kommen wir zu einigen Gruppen der Khawarij. Die Khawarij, liebe Geschwister, sind mehrere Gruppen. Es gibt nicht nur eine Gruppe. Eins haben sie gemeinsam, dass sie Muslime zu Nicht-Muslimen erklären. Das haben sie gemeinsam. Die erste Gruppe der Khawarij, die nennt man Al-Azariqah, weil diese Bezeichnung geht zurück auf den Begründer Nafi' ibn Al-Azraq. Dieser Nafi' ibn Al-Azraq, liebe Geschwister, kritisierte Ibn Abbas radiallahu an. Muss man sich mal vorstellen. Das ist kein Sahabi, also dieser Nafi' ibn Al-Azraq. Und zwar, so sagte er einmal, lasst uns zu jenem gehen, der sich zum Tafsir des Korans aufstellt, ohne Wissen zu haben. Ja, salam. Du hast Wissen, ja? Und Ibn Abbas radiallahu an, für den der edle Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht hat, O Allah, gebe ihm die Fähigkeit zur Deutung, also gebe ihm Wissen über die Religion und die Fähigkeit zur Deutung, also Tafsir. Allahumma faqqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Er, so überheblich wie er ist, sagte, lass uns mal hier diesen, wer war das nochmal, der meint, der wäre ein Mufassir. Und er redet hier über Ibn Abbas radiallahu anhu. Die gleiche Masche heute. Dieses Überhebliche.
dieses sich lustig machen über die anderen. Das ist ihre Eigenschaft, dass sie sich immer lustig machen über die anderen. Ibn Abbas radiallahu anh hat ihn aber natürlich immer widerlegt. Ja, das ist Ibn Abbas radiallahu anh. Ja. Diese Gruppe, Al-Azariqa, hat folgende Ansichten. Sie sehen Uthman, Ali, Talha, Az-Zubayr, Aisha und Ibn Abbas als Ungläubige. Selbst Uthman radiallahu anh, der ja schon gestorben ist, oder nicht? Kafir. Sie sehen jene als Ungläubige an, die nicht mit ihnen kämpfen. Sie erlauben das Töten der Frauen und Kinder ihrer Widersacher. Einer ist Kafir, bring seine Frau um, bring seine Kinder um. Sie sehen jede große Sünde als Kufrakt, sodass man für ewig in der Hölle bleibt. Die Takfiris heute, die wollen die Leute in die Irre führen, dass sie sagen, guck mal, ein Khariji, also ein Anhänger der Khawarij, ist jemand, der die große Sünde als Kufrakt sieht. Ja, das ist aber nicht die einzige Eigenschaft. Bitte schön, hier, mehrere Eigenschaften. Haben Sie Uthman oder Ali oder Talha oder Zubayr oder Aisha oder Ibn Abbas, radiallahu an, des Kufrs bezichtigt, weil die Alkohol getrunken haben, zum Beispiel? Ist eine große Sünde, oder nicht? Die Khawarij sagen, wer eine große Sünde begeht, zum Beispiel er trinkt Alkohol, er macht Zina, Kafir, ist kein Muslim mehr. Haben die Aisha oder Ali und so weiter, radiallahu anhum ajma'in, zu Kuffar erklärt wegen großen Sünden? Nein. Also nicht in die Falle tappen, dass man nur dann ein Takfiri ist, ein Khariji ist, wenn man der Ansicht ist, große Sünden führen zum Kuffar. Nein, nein, du kannst auch ein Takfiri Khariji sein und du denkst, große Sünden führen nicht zum Kufr. Sondern was ist dann das Problem? Ja, dass du den Muslim zum Kafir erklärst. Das ist die Essenz des Takfirs, des falschen Takfirs, des Übertreibens, des fanatischen Takfirs. Dann gibt es die Gruppe der Najadat. Und zwar Anhänger von Najadah ibn Amir. Und das, liebe Geschwister, das kommt ja jetzt hier, das ist eine Abspaltung von den Azariqa. Kennt ihr die Kernteilung? So ist es bei den Khawarij. Und das sehen wir ja heute auch. Da ist eine Gruppe und dann geht's los. Ja, wie Zellteilung. Ja, zack, ihr seid Kuffar. Okay, dann zack, ihr seid Kuffar. Nee, ihr seid Kuffar. Dann zack, nee, ihr seid Kuffar. Und so weiter und so fort. Teilen sich immer auf und so war das. An-Najadat, denen hat das nicht gepasst. Ihr Azariqa, ihr Kuffar, ihr habt den Tauhid nicht verstanden. Jetzt geht es innerhalb der Khawarij ab. Warum? Weil sie jene zu Ungläubigen erklärt haben, die nicht mitkämpfen. Die haben gesagt, das können wir nicht machen. Dass ihr die nicht zu Kuffar erklärt habt. Was ist mit den anderen Punkten? Nö, nö, das ist richtig. So wurde ihm von seinen Leuten der Treueeid geschworen und Führer der Gläubigen genannt. Das ging ratzfatz. Eigene Gruppe, ja, tut sich zusammen, hier, du bist Amirul Mu'minin, ja, so wie bei Daesh. Ja. Irgendjemand, kennt ihr den? Noch nie gehört den Namen. Kennt ihn irgendein Mensch auf dieser Welt? Seine Familie kennt ihn. Ja, was ist denn das? Und dann ist er ein Kalif? Reicht das? Der muss doch bekannt sein. Zu den Lehren gilt, wer auf eine Sünde beharrt, ist ein Muschrik, aber wer eine Sünde begeht, ohne darauf zu beharren, der ist ein Muslim. Also wer eine Sünde immer macht, der wird Kafir, Muschrik. Aber wer eine große Sünde begeht, aber nicht immer, der ist kein Muschrik. Sie erlaubten die Taqiyya. Taqiyya, das ist besonders das Hobby von Schiiten. Was ist das? Also Heuchelei. Der kann dir sagen, hallo, ja, Aisha radiallahu anha, eine edle Frau, und der heuchelt, also der meint das nicht ernst. Das ist sogar bei den Schiiten eine Pflicht, du musst heucheln, du musst Taqiyya machen. Gehört zu so wie ein Gottesdienst. Er erlaubte auch das Töten, er erlaubte Leute zu töten, denen Sicherheit gewährt wurde, sowie ihr Besitz zu nehmen. Also wieder die Leute reinlegen, darfst du.
ja, bist ganz sicher, komm. Und dann, zack, bringt er ihn um. Also Betrug wurde erlaubt. Dann gibt es noch mehrere Gruppen dieser Khawarij. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor diesem Übel bewahren.